Regionale Nachrichten in 100 Sekunden. Präsentiert von der Aargauischen Kantonalbank, der CSS-Versicherung und Toyota im Emil-Frey-Autocenter Safenwil. Grüezi miteinander aus dem Newsroom vom Zofingen Tagblatt zu 100 Sekunden. Kurznachrichten aus der Region im Überblick. Der Gestaltungsplan Untere Vorstadt geht in die letzte Runde. Der Regierungsrat hat die Planung Untere Vorstadt vorgeprüft. In einer öffentlichen Auflage sind jetzt letzte Einwendungen möglich. Opposition hat es auch Orientierungsversammlungen vor allem von betroffenen Grundeigentümern gegeben, die ihre Liegenschaften nicht in Planungsperimeter einbringen wollen. Eine rechtliche Pflicht gibt es dazu nicht, sagt der Stadtdamm Hans-Rudi Hottiger. Aus diesem Grund haben wir bei der Weiterbearbeitung des Siegerprojekts eine Etappierung vorgenommen. An der Schule Zofingen ist am Wochenende das erste Kind positiv auf Covid-19 getestet worden. Das betroffene Kind hat den Unterricht das letzte Mal am Donnerstag im Gemeinschulhaus GMS besucht. Das Contact Tracing Center muss jetzt bestimmen, ob weitere Kinder in Quarantäne müssen. Das ist aber momentan nicht der Fall, wie der Gesamtschulleiter Thies Rohr gegenüber dem Zofinger Tagblatt bestätigt hat. Für die betroffenen Zofinger Schulklassen kommt also eine Quarantäne erst dann zum Zug, wenn ein weiteres Kind oder eine Lehrperson positiv auf Covid-19 getestet wird. Weitere Tests von der betroffenen Klasse sind momentan in Auswertung und die Resultate sind noch offen. In Rocku kommt kein Verteilzentrum von Lidl. Die Rockwiller Gemeinde lehnt eine Änderung vom Zonenplan knapp ab. Wie das Langenthaler Tagblatt berichtet, wird das Projekt Lidl-Verteilzentrum auf dem ehemaligen Guggumann-Areal nicht Realität. Um das Lidl-Projekt voranzutreiben, wäre eine Zustimmung der Gemeindeversammlung zu einer Zonenplanänderung nötig gewesen. Mit 245 zu 238 Stimmen hat die Rockwiller Bevölkerung eine Zonenplan- und Baureglementsänderung abgelehnt. Weitere Themen gibt es in der gedruckten Ausgabe vom ZT und natürlich auf zofingertagblatt.ch. Viel Schauen miteinander. Informiert in 100 Sekunden. Aktuelle regionale Nachrichten direkt aus dem ZT Newsroom. Ist Ihnen präsentiert worden von der Aargauischen Kantonalbank. Am richtigen Ort. Der CSS-Versicherung. Ganz persönlich. Und Toyota im Emil-Frey Autocenter Safenwil. Mit Emil-Frey zu Ihrem Traumauto.